Tickets. Ja, da siehst du. Okay. Da und da. Holzkohle. So, dann teilen wir einmal auf. Bums. So, und schon haben wir 6 Dampfmaschinen stehen. Das heißt, wir können jetzt schon über 5 Megawatt produzieren. Und das wird uns jetzt eine ganze Weile reichen, so tatsächlich. Also da können wir jetzt einiges mitmachen. So, in der nächsten Runde würde ich dann gerne anfangen, die Smelter-Geschichte zu basteln. So, dann geht mal hierher. Mach mal einen auf Tylikowski. 176 Schweden, ah, guck mal. 200 kriegen wir rein, also. Ah, warte mal, jetzt können wir gerade mal gucken. Ups. Nee, bleibt bei 200 gestackt, okay. Schade. Also der 1K-Stack, den kann ich wieder rausnehmen, der überschreibt sich damit irgendwas, das haut nicht so hin. Aber ist auch nicht weiter wild. Ich hatte es mal mit drin, aber das ist jetzt kein Beinbruch, dass es nicht geht. Also man ist da jetzt nicht verrückt, deswegen. So, jetzt die Ecke hier natürlich dunkel, aber das macht nichts. Da machen wir noch einen rein, so. Da hinten ist noch duster. So, ja, siehst du, wunderbar. Okay. So, Landaufschüttung läuft auch, sehr gut. Können wir hier mal einen kleinen Streifen machen zumindest. Weit reicht es nicht, das war klar, aber so kann man zumindest den Streifen schon mal mitnehmen. So, die knädern da fleißig vor sich hin. Ja, wunderbar. Okay, die Dampfmaschinen laufen, sehr gut. So, haben wir schon wieder 125. Sehr schön. Wunderprächtig, dann läuft das schön durch. Ich werde hier noch die Materialien umbasteln. Und dann gucken wir mal. Wie viel brauchen wir? 40. Gerade mal hier mopsen, wenn der fertig ist. Ja, ich werde noch ein paar Sachen hier da einfach durchcraften lassen. Das ist ja nur einmal anklicken und dann läuft's. Aber das Inventar noch ein bisschen aufgeräumter ist, wie gesagt. So. Genau 40, na siehst du. So. Ah, ich bräuchte noch mehr. Oder? Ach ne, da haben wir noch. Warte mal. Nummer 41, da macht er noch eine krumme Zahl draus. So, da können wir doch aber direkt hier so. Ne? Das hier verarbeitet er nicht. Muss man nicht verstehen. Egal. Die brauchen wir dann für die Circuit Boards nachher. Ja, die können wir dann einfach durchrennen lassen. Schon wieder 120. Ja, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Zack. Wunderbar. Könnte man doch eigentlich. Weißt du was? Da klären wir jetzt einfach mal überall ein Ärmchen hin und lassen das einfach in der Kiste reinschmeißen. Pickup Drop. So. Probieren wir euch einfach mal alle. So. Eisen produzieren wir ja auch schon. Gucken mal kurz auf. Dann lassen wir halt einfach mal die Kisten ein bisschen auffüllen. Ich werde dazwischen dann einfach mal wieder kurz hier eine Anlage anschmeißen, aber dann können wir hier immer schön auffüllen gehen. Oh, sind leer. Naja, also Holzkohle können wir nicht automatisiert einfach da reinwerfen lassen. Das heißt, als nächstes würde ich hier hinten dran Landfeld machen und einfach drei Kisten, drei Greifer. Das kann man schon mal machen. Einfach Förderband hinlegen, aus einer Kiste kommt alles raus und die Greifer, das schmeißen dann direkt alles in die Maschine rein. Ja, das machen wir so.
Ja, Produktion fehlt jetzt natürlich schon dick, weil ich ja den Greifer, weil ich ja zwischendrin hier geklaut habe. Ist ja auch nur, dass ich den Krabbel hier mal wegkriege. So, fünf Bretter nochmal. Ja, dann haben wir auch so gut wie alles verarbeitet hier. Sehr gut. Okay. So, zack, dann haben wir nochmal 47. Können wir nochmal ein bisschen. Ah ja, das Land zum Zuschütten. Wunderbar. Siehst du? Na so. Dann kann ich hier sogar schon. Ja, ganz rechts natürlich nicht jetzt, aber. So, aber dann kann ich einfach die Kisten ablatschen. Und die können hier schön permanent nachfüllen. Optisch. Ach, jetzt lagert das in die Kisten wieder mit ein, weil das hier das drin liegt. Okay. Das ist jetzt blöd. Gut. Dann müssen wir das einmal so machen. Oder auch nicht. Ah. Okay, das mit den Kissen ist eine doofe Idee. Das lassen wir direkt wieder. Jetzt geht das Aufteilen nämlich nicht so, wie wir es jetzt die ganze Zeit gemacht haben. So, okay. Oh. Stromnetz ist abgeraucht. Ja, mit so vielen Elektrolysern, da kommen wir mit ein bisschen Holzkohle dann schon nicht mal rum. Beziehungsweise es dauert halt zu lang, bis da ist. Das ist es halt. So, weißt du was? Dann unterbrechen wir den Schritt hier einfach mal jetzt. Und machen einfach nur Pellets. Gucken, ob das schneller geht, ob das langt. Ja, die oberen zwei sind schon wieder leer, sind wieder alle leer gebrannt. Okay, die Holzkohle, die verbrennt, die brennt ja weg wie nix, das ist ja Wahnsinn. Ah, die Wood Pellets können wir reinschmeißen. Na gut, die brennen natürlich auch direkt weg. Das ist klar. Okay. So, der sammelt jetzt hier 1200 Zellulosefaser, macht daraus 100 Pellets, aber das läuft ja einfach so durch. Da muss ich gar nicht aktiv sein, da kann jetzt auch gleich das ganze Stromnetz zusammenbrechen, wie man hier sieht. Ich lasse jetzt einfach mal 100 Pellets durchrennen. Ja. Lass es einfach mal so durchlaufen. Wie gesagt, da muss ich ja nicht dabei sein, das kann ja, läuft ja hier einfach weiter, wo sie sind. Ich würde aber nochmal speichern zwischendrin. Und zwar die LP-Ecke bleibt. In der Bastelstube, da habe ich rumprobiert. Spieldauer 180 Stunden, da habe ich mit Cheats und GameSpeed 50-fach an allem. Ja. so, dann machen wir hier LP-Ecke. Staffel 2. Zack. Wunderbar. So, ich lasse das hier weiterlaufen. Wir sehen uns in der nächsten Runde Factorio wieder. Bis zum nächsten Mal. So, meine Lieben, da sind wir wieder zurück bei Factorio. Jetzt muss ich wieder Skyblock sagen. Z-Block, immer noch. ja, es hat schon ein bisschen was getan. Sieht man schon an der Playtime. Ich habe zum einen das Spiel schon über Nacht laufen lassen, zum anderen, wie ihr seht, habe ich die Windräder nochmal rausgeholt. Denn die Energieversorgung, das hat ja gar nicht gereicht. Und habe hier ein Algenfarm-Setup hingebaut zu einem stabileren Aufbau der Energieversorgung. Denn bringt nichts, wenn wir hier ständig von Hand craften müssen, um ja, hier vernünftig arbeiten zu können. Also ich habe auch die Hälfte der Electrolyzer jetzt abgeklemmt. Aktuell laufen nur drei. Habe darüber Kisten vorne ran gepappt, damit der interne Speicher von 200 nicht gleich überlastet ist. Habe eine Menge Landfill gebaut. Ja, dann, wie gesagt, die Algenproduktion. Da muss ich auch nochmal Ziegelsteine bauen. Die waren uns ausgegangen. Und jetzt gehen wir mal hier die Erzverarbeitung ran, dass das mal weiterläuft. Denn wir werden jetzt eine Menge Erz brauchen für die Erzverarbeitung, beziehungsweise für die Schmelzerei. So, dann machen wir hier einmal Grills. Ups,
Das war der falsche. Zack. So. ja, denn die Smelter sind wesentlich effizienter. So, und da wir jetzt eine Stange Landfeld haben, werden wir jetzt hier auch mal eine ganze Stange aufschütten. Denn wir brauchen da eine Menge Platz für, beziehungsweise ich möchte es gerne vernünftig hinklöppeln. Deswegen schütten wir das einfach mal großzügiger auf. Ja, das Landfeld wird uns gar nicht reichen. Dachte ich so, ja geil, fast 2000 zusammengeschraubt, reicht doch dicke. Ja, Pustekuchen. Ja, hier habe ich schon eine ganze Menge Slack drin, die ich einfach gesammelt habe. Jetzt, wie gesagt, deswegen die Kisten oben. Mehr ist aber auch nicht passiert. Ich wollte jetzt nicht zu viel Offscreen machen. Denn sonst, ja. So, du nimmst raus. Nee, Quatsch, du kannst doch hier. Warte. Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel aufs Screen machen. Also Forschung habe ich kein einziges Stück weiter betrieben, das habe ich extra so gelassen. Die Metallurgie, die können wir jetzt mal starten. Brauchen wir noch Tränke. Ja, inzwischen haben wir auch alle Eisenplatten verbraten. Aber wir haben ja noch eine ganze Stange da drin liegen. Also, ja. Das passt dann schon. So, dann mal einmal hier verteilen. Jetzt brauchen wir nochmal ein Landfill-Setup, zumindest dass wir das Eck da oben voll kriegen. Ein Crusher. Du nimmst aus der Kiste raus, gibst in die Montagemaschine rein. Zack. Und du nimmst aus der Maschine raus und legst in der Kiste. Zack, zack. So, du machst einmal Crushed Stone und du baust daraus Landfill, so. Ja. Also, ich habe sie wieder hier gegeben, so. Dedidet, gut. Das ist Blödsinn, wir müssen genau andersrum. Okay. Das wird jetzt ein Stück dauern. Oh, warte mal, dann können wir doch hier mal so. Ja. Das ist der Crusher immer schön leer. Gut, Wissenschaftspakete sind drin. Oh, nochmal 10 Tränke. Ja, also wie gesagt, viel mehr habe ich nicht gemacht. Wollte ich jetzt auch nicht, wollte das eigentlich mit der Algenform auch schon gar nicht machen. Aber ging jetzt nicht anders. Ich habe gesehen, ich habe mich mal noch ein bisschen belesen. Es gibt noch eine Variante vom Seedblock Modpack, wo man mit Solarpanels und Akkumulatoren anfängt. Da wir jetzt aber hier schon angefangen hatten, machen wir es halt so rum. Haben einen etwas schwierigeren Start, aber ja, sehe ich jetzt nicht als Riesendrama an. Also da gibt's Schlimmeres. Fangen wir halt ein bisschen verschwurbelt an, was soll's. Das sehe ich jetzt nicht ganz so wild. So, na ja, guck mal, die kann ja schön durchbraten. Sehr gut. Zack. So. Das langt auf jeden Fall zum Fertigforschen. Sehr schön. Okay. Dann, Landfill läuft jetzt, aber wir können trotzdem schon mal anfangen, alles zu planen. Und zwar. Ach, jetzt haben wir gar keine Sachen mehr dabei. Warte. Ja, was fehlt da jetzt? Ore Crusher. Ach, Steine. Glaube ich mir jetzt einfach mal hier 200 raus, machen wir mal 100 Steine. Wie gesagt, ich musste jetzt zwischendrin nochmal Ziegelsteine basteln für die Algenfarm. Sei das nicht gereicht. Ich will jetzt gerade mal aus Neige gucken, was bräuchten wir denn für die nächste Stufe Förderbänder? Automatisierung 0. Logistik. Könnten wir beides sogar erforschen. Das heißt, wir könnten den erforschen und danach den. Okay, dann nutzen wir jetzt mal Research Q. Dafür haben wir es ja. Also als allererstes Metallurgie. Genau, das soll auch ich fertig machen.
grüne Algen. Processing. Aha. Keine Ahnung. 0. Wo ist der 1er? Den sehe ich gerade nicht.